Willkommen bei Met und Honigwein und willkommen zu einem neuen Video bzw. das letzte Video im Jahr 2021. Dieses Video werde ich einmal im Jahr machen, es wird jeweils das letzte Video im Jahr sein und ich werde in diesem Video die 10 besten Honigweine oder Metsorten vorstellen, die ich je verkostet habe und zu denen ich ein Video gedreht habe. Das, was ich hier vorstelle, ist meine persönliche Bestenliste und das entspricht den Honigweinen, wenn ich mich nur auf maximal diese 10 einschießen dürfte und nie wieder andere kaufen würde, würde ich mich für diese entscheiden. In diesem Jahr werden es keine 10, sondern nur 8 Stück sein. Das liegt daran, ich habe lange überlegt, welche sind die besten, die ich je verkostet habe und welche würde ich mir dauerhaft in eine Hausbar stellen. Zu jedem Met, den ich vorstelle, werde ich unten einen kleinen Link hineinmachen. Fangen wir an. Die ersten beiden Honigweine sind von Angus MacLeod. Hier sind einmal die Flaschen aufgezeichnet, einmal der Classic und einmal der Viking. Der Viking gehört sogar zu meinen persönlichen Top-Honigweinen, die ich je getrunken habe. Die nächsten beiden kommen aus Frankreich von der Metzgerei La Cave du Drago Rouge. Es ist der Vin d'Eux und der Origine. Und der Origine ist das Besondere, ist, wenn ich mich für einen einzigen Honigwein entscheiden müsste, derzeit dieser, für den ich mich entscheiden würde und keinen anderen mehr trinken würde. Der fünfte wird sehr fruchtig, ist von Dewdrop, der Quittenmet. Und er kommt sehr nah meinem persönlichen Quittenmet, den ich als Rezept vorgestellt habe. Und ich trinke den echt gerne. Der sechste, den ich euch vorstelle, ist der hier vom Metmönch. Das ist der Klassik, der wahrscheinlich süßeste Honigwein, den ich euch heute vorstelle. Aber auch sehr gelungen und gehört für mich in meine Hausbar. Den siebten, den ich euch vorstelle, ist die japanische Kirschblüte von Metwabe. Ein Honigwein, den ich sehr, sehr zu schätzen gelernt habe, den ich liebe. Der ist nicht für jeden etwas, er hat wirklich ziemlich eigene Noten, doch er ist wirklich lecker. Der achte und letzte ist der einzige Kirschmet, der es geschafft hat in meine Liste und der einzige, der mir auch wirklich gut schmeckt. Und das ist der von Nordmet. Er ist eher halbtrocken und für mich der perfekte Met für einen Ausklang an einem heißen Sommerabend und würde für mich auf jeden Fall in meine persönliche Hausbar gehören. Das waren meine persönlichen Favoriten und jetzt schreibt mal eure Favoriten mit Hersteller und Name unten unter das Video. Vielleicht werde ich den ein oder anderen dann im kommenden Jahr probieren und euch auch vorstellen und vielleicht auch im nächsten Jahr dann in meine Liste landen. Wir sehen uns und bis bald.